Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Mafia 3. Wir machen weiter. Sind hier immer noch auf der Heroin-Mission. Wie wollen wir das in dem Part auf jeden Fall abschließen? Und dann schauen wir mal, was dann nach so ansteht. Ja, kann ich natürlich noch nicht wissen, aber wir werden es sehen. Immer noch hier mit meinem geilen Jeep unterwegs. Wow, 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 aufpassen, aufpassen. Hier vorne ist auch schon unser Ziel. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit am Start seid, Leute. Und auch an dieser Stelle wieder danke für euren Support. So, gehen Sie mal bitte aus dem Weg hier, okay? Dankeschön. Mama ist tot. Das habe ich dir doch schon gesagt. Mein Fehler, Entschuldigung. Mein Fehler, Entschuldigung. Stecken das Zeug besser nicht. Was ist das letzte Mal? Bam, Junge. So. Es gibt keine Gnade hier für die Leute. Wir kriegen gar nichts mit. Die kriegen gar nichts mit. Ey! Alter Schwede. Du kannst hier einfach locker. Ah, ich brenne! Was ist das? Ach so. Ey, du kannst hier einfach locker flockig durchlaufen. Das ist so krass, Leute. Ach, die hat dazugehört. Ist das eine Oma? Ne, das ist ein Kerl. Das ist ein Kerl, ich dachte, das ist eine Oma. Kurzzeitig. Hey, was geht? Bam, Alter. Messer durch den Hals. Oh, das war's. Rede mit Donovan. Momentchen, hier ist noch ein bisschen Kohle. Obwohl, ich glaube, das muss man jetzt, glaube ich, gar nicht mehr kaputt machen, oder? Wir haben ja alles quasi. So, ist hier sonst noch irgendwas zum Mitnehmen vielleicht? Ist noch ein bisschen Cash. Ja, wie gesagt, also ach, diese Sicht, ich weiß nicht. Es ist halt so, um sich Gegner anzeigen zu lassen, finde ich das jetzt nicht so geil. Aber wenn man, wie gesagt, auf der Suche ist nach irgendeinen Einsammelsachen, weiß ich nicht. Es ist natürlich komplett unrealistisch und blödsinnig eigentlich. Braucht man nicht. Aber irgendwie, es haben so viele Spiele mittlerweile, wa? Auch ein Tomb Raider hat es, wo du dir denkst, das muss nicht sein. Ja gut, die hatten Survival-Instinkt und so weiter, ja. Ist okay, Last of Us hat es auch, so, oh, ich höre durch die Wände genau, wo die Leute sind und so, das ist, weiß ich, das brauchen die Spieler einfach nicht, meiner Meinung nach. So, ja, stimmt. Jetzt wird ja alles entfernt, das heißt, wir könnten eigentlich das nochmal schnell machen. Erledige Charlies Vollstrecke. So, sollen wir das machen? Wenn schon, denn schon, oder? Wenn schon, denn schon. Richtig, hier. Alter, was geht denn hier rechts auf der Map ab? Seht ihr das? Ist ja ein richtiger Massenauflauf. Na gut. Wenn wir schon die Mission machen, dann machen wir sie richtig und vollständig. Ist, glaube ich, besser für uns alle am Ende des Tages. Deswegen baller ich da mal schnell hin. Geht ja recht schnell. Oh, hier ist aber ganz schöner Bullenauflauf. Dieser Rausch ist der Hammer. Dieser Rausch. Hey, Bra, hast du ein paar kleine Partygeschenke für mich? Wischen die sich mit dem Geld den Arsch ab? Muss noch Charlie anrufen. Wir brauchen mehr Stoff. Erledigt das, Jungs! Es ist. Seht ihr, was ich sehe? Was soll ich dazu sagen, Leute? Es ist halt echte. Locker easy, ey. Im Visier, schieße! Ist halt echt locker easy. Na, brauchst du was zum Aufwärmen? Stopp! Na? Wo kommt der? Wo kommt der? Wo kommt der? Da kommt er. Ich nehme lieber die Pistole.
Jo, ich hab ziemliche Schmerzen. Okay, die Explosionen sehen jetzt nicht so geil aus. Das haben wir schon besser gesehen. Hallo. Ey, sag mal. Scheiße. Höchstwahrscheinlich hätte ich ihn auch anwerben können, aber das sah zu geil aus, einfach nur. Wie der weggeflogen ist. Warum sind die Holzkisten aber explodiert? Oder waren da auch noch so kleine Tanks? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass du nervös bist, aber wenn Giorgio auftaucht, atme tief durch und bleib ganz ruhig. Stelle keine Fragen. Johnny ist ein guter Kerl, aber wenn du anfängst rumzuquatschen, bevor Giorgio schlecht aussehen lässt, macht er dich trotzdem fertig. So sieht's aus. Selber schuld, die kleinen Mistkäfer. Die kleinen Mistkäfer. Was hab ich denn da bekommen? Für meine Sammlung. Alter, ich dachte schon, das. Alter, das ist Jesus, aber ich dachte kurzzeitig, das wäre Conan, Alter. Ah, okay. Was hab ich denn da bekommen? Alben. Eddie Floyd! Knock on the wood. No, oh, sorry. Knock on wood, einfach nur. Und high and low down. Boah. Ladies. Gucken Ladies überhaupt zu? Obwohl, offenbart euch vielleicht nicht, sonst werdet ihr direkt besprungen. Versucht zu besprungen zu werden wie kleine, wie von kleinen Hühnchen. Aber es ist schon so ein Ladykiller-Blick, oder? Der hat's drauf, der Kerl. Da soll ich mir noch ein bisschen was abschauen. Vielleicht habe ich dann auch Erfolg. Ein einsamer Bulle kommt. Was ist denn hier los? Ich habe Explosionen und Schüsse gehört. Ich werde erstmal meiner Pflicht nachgehen. So. Jetzt können wir die Mission abgeben. Jetzt haben wir alle Ziele erfüllt, oder? Ja, doch, doch, doch. Wir haben alle Ziele jetzt erfüllt. Da kotzt sich gerade jemand aus. Das ist schön. Sauber, so muss es sein. So. Alles klar. Ich hab den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem normalerweise egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man bleibt am Leben. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bussifus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Deine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Okay, das hört sich danach an, wir sollten den einfach anheuern. Ist das eine Frau, sag mal? Alter, wie sieht die Optik denn gerade aus, Alter? Das sieht ja richtig comicartig mäßig aus. Hä? Das verstehe ich nicht. Ich muss jetzt wirklich los. Das sieht doch... Jetzt sieht es normal aus, aber... Komisch, das sah ein bisschen komisch aus jetzt. Bosse rekrutieren. Denk dann, dass du vor kurzem... Denk dran, dass du vor kurzem die Kirche und das dortige Heroingeschäft verwanzt hast. Daher hast du nun die Wahl, entweder den bisherigen Boss umzulegen, was schnelles Geld bringt, oder ihn anzuwerben, was auf längere Sicht den Ertrag des Geschäfts erhöht. Es ist mit den Tipps auch immer so, doppelt und dreifach hält besser, aber ich sag ganz ehrlich, lieber sollen wir das Spiel irgendwas dreimal anzeigen, anstatt nur einmal. Gerade bei mir. Ist das nur vom Vorteil? Nee, war ich doch erst. Dann hab ich alles platt gemacht.
Komm her. Ach komm, ich fackel nicht lang. Was haben wir denn hier? Ich suche Deckung. Ihr werdet gar nicht wissen, wie ihm geschieht. Ach ja? Kommst du um ihn herum? Wow, wow, wow. Kommt doch her, Jungs! Hier hinten war, glaube ich, auch noch einer. Oh, Verstärkung ist angekommen. Werde da hochlinkeln. Alter, okay. Snipe-Schwung ist jetzt nicht so geil. Und ich bin schlecht. Das ist alles. Das kommt alles gerade aufeinander. Alter Schwede. Stimmt, das kann ich mal ausprobieren. Leute, hier drüben! Aber sind die abergläubig? Oder einfach nur dumm? Kommt der jetzt hoch? Okay, Frage wurde beantwortet. Dumm. Einfach nur dumm. Alter, wie viele sind denn das? Das bringt gar nichts, oder? Mit den Puppen? Naja. Oh fuck. Jetzt habe ich gar keine Munition mehr, oder was? Nee. Das schnappen wir uns erstmal. Dann schnappe ich mir schnell die Rüstung hier nochmal. Und dann muss ich irgendwie versuchen, an Munition ranzukommen. Kleiner Gangsterboy, zeig dich! Mensch, du, wie viele Leute denn noch? Wie viel muss ich denn noch umbringen hier? Kollege. Ja, Scheiße! Ich bin verflucht!
Kleiner Pisser, du. Puh. Bam, Junge, erstmal eine Heilung reinknallen. Bringe meinen Arsch in Sicherheit! Tust du nicht. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Wow, er wehrt sich! So. Alles klar. Wärmen wir den Pisser an. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Sehr schön. Ja, ein bisschen umständlich und alles. Aber passt schon. Die Kosten für den nächsten Anruf bei Cassinos Verbündeten werden übernommen. John Baptiste überarbeitet die Zielvorrichtung deiner Waffen, sodass sich deine Präzision verbessert. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Vor allem wir haben sie uns vorgenommen. Das war ein One-Man-Army-Job. Alter, sind das Clowns auch? Und das, wie viele Leute da plötzlich rauskommen? Nennen Sie Ihren Namen bitte, fürs Protokoll. Donovan, John. Mr. Donovan. Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 69, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Bin ich der Einzige, der jetzt fand, dass der links bei dem Richter, links von dem, aussah wie Michael aus GTA 5? Der sah aus wie Michael aus GTA 5. Zur Hölle, ey. Gott vergiss nicht, was diese Wichser diesem Ort angetan haben, Mr. Clay. Und ich werde das auch nicht. Okay. Na gut. Rede mit Cassandra. Jo, rede mit Cassandra. Hey, was ist los? Okay, ist doch ein Stück weit weg. So. Der sah aus wie Michael, oder? Ey, ohne Scheiß. Krass. Michael hat sich überall reingeschmuggelt, wa? So. Sorry. So,
So, mal schauen noch kurz, was Cassandra möchte. Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich hab nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter, ich war spazieren und sie hat mich geschnappt, das ist alles. Du gehörst zur Dixie Mafia. Nein. Ja, ich meine, scheiße, ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark, westlich von hier. Baron Saturdays, was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht, alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein, ich hab doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an, meine Mama, meine arme Mama. Los, hau ab hier. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. Ja, die denken auch, die hat hier ordentlich viel zu melden, die Alte. Du kannst Richie erledigen. Du hast den Heroinhandel und die Prostitution übernommen und damit Richie Doucette und die Dixie-Mafia aus ihrem Loch gelockt. So kommst du an Marcano ran, enttarne und übernimm seine illegalen Geschäfte und dann stell dich seinen Leutnants, oder? Und Capos. Leutnants, ja. Nachdem du ihm all seine Geschäfte genommen hast, kannst du dich um Marcano selbst kümmern. Jetzt geh und erledige Richie Doucette oder Doucette und schnapp dir das Hollow. Sprich dein Gebet. Krasse Ansage, ja. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Also Leute, ihr wisst Bescheid. Beim nächsten Mal geht's dann zum Rummelplatz. Ja, Mann, geiler Ausflug mit Lincoln. Ein cooler Jeep. Wo ist meine Karre schon wieder hin? Ist das die? Ist das meine Karre hier? Ist das mein Baby? Ich glaub schon. Ja. Cool, Leute, wie gesagt, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich danke auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Let's Play. Lasst mich gerne wissen, supportet es, wenn ihr möchtet, für mehr Mafia, für mehr Support, denn Support ist kein Mord. Ja, ich habe mir das Motto jetzt einmal geschnappt, ich weiß. Ich habe es getan, einfach. Nee, Spaß, würde mich freuen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, tschüss.